Hallo, in diesem Video möchte ich dir sagen, dass Handgelenkeinsatz beim Schwung gut ist. Nur viele Golfer haben Angst, die Handgelenk einzusetzen, weil sie Angst haben, dass sie von außen kommen würden oder dass sie dann dadurch zu früh schlagen würden, den Ball irgendwie toppen würden. Und das kann ich gut verstehen. Aber wenn du den Schwung richtig timest, wenn die Reihenfolge im Schwung stimmt, dann ist es sogar notwendig, dass du Handgelenk einsetzt. Und wenn du das Gefühl hast, dass du nicht so viel Kraft hast, dass Schwunggeschwindigkeit bei dir fehlt, noch ein Grund, Handgelenk einzusetzen. Bei kaltem Wetter, Kaltstart, da müssen die Handgelenke mitmachen. Ich werde jetzt einen Start machen mit meinem Eisen 7 und ich werde jetzt sehr bewusst mit Handgelenk spielen. Damit ich das Handgelenk einsetzen kann oder damit ich nicht den Schwung dadurch kaputt mache, denke ich an Folgendes. Beim Ausholen, da lasse ich einfach die Hände winkeln. Ich winkel auf gar keinen Fall bewusst früh, aber das Gewicht des Schläges sorgt dafür, dass ich winkle. Dann beim Abschwingen bin ich so passiv wie möglich in Arm- und Handbereich. Ich starte den Schwung eher langsam und bin hier eher ruhig. Ich mache eine ganz leichte laterale Bewegung zum Ziel. Der Grund, warum ich es tue, ist, weil ich beim Ausholen leicht nach rechts gegangen bin, damit ich hier ein bisschen Gewicht auf dem rechten Bein habe. So, leichte laterale Bewegung nach links. Dann fange ich an zu rotieren. Nur das ist jetzt wichtig. Wenn ich jetzt nur drehe und den Schläger so halte, und das denken viele Leute, dass das richtig ist. Die denken, man muss senken und wenn man diese Position geschafft hat, dann braucht man nur zu drehen. Ja, die Drehung ist sehr entscheidend ab diesem Punkt. Aber dieser Tipp ist für alle Golfer wichtig, auch für gute Spieler. Ich muss von diesem Moment auch releasen. Diesen Winkel muss ich lösen. Und wenn ich über Handgelenke spreche, dann meine ich nicht Rotation. Die Rotation findet statt, aber die passiert bei mir auf jeden Fall automatisch. Das bewusst tun ist nicht gut. Was ich mache, ist, diesen Winkel, den ich hier habe, löse ich so. So, eigentlich winkle ich mit meinem Daumen hoch und runter. So, von diesem Moment denke ich einfach Endwinkel. Das da. Okay, und das hilft mir, wenn ich bewusst die Arme drehe. Ach, das kann ich nicht richtig teilen. So, ich mache es nur einmal. Ich komme in diese gute Position. Und nachdem ich angefangen habe zu rotieren, da löse ich den Winkel. Da benutze ich meine Handgelenke und kann so eine sehr schöne Schwunggeschwindigkeit erreichen.